Sie hat noch einmal bedankt, dass ihr diesen Dämon in meiner Form habt aufgehalten. Das hätte großes Unglück auch für mich bedeutet. Wir sollten uns eher dafür schämen, dass wir ihn nicht früher erkannt haben. Es liegt in der Natur der Dämonen zu täuschen. Es ist keine Schande, nicht sofort direkt dahinter zu steigen. Wir haben die Gefahr gebannt. Ich denke auch, es war unsere heilige Pflicht, das heilige Paar in diesem Fall zu schützen. Und natürlich auch uns selbst. Nun, ich denke, wir sollten anfangen, unsere Vorbereitungen zu treffen. Okurian, wollt ihr mich wohl ein paar Schritte begleiten? Selbstverständlich. Ich gehe dann mit ihm, nur bis wir aus der Hörweite sind. Seid ihr euch eigentlich darüber gewiss, was ihr gesprochen habt? Ganz normale Rede, ich. Buche Lechmin, das ist der. Das Würde ich meinte ich schon. nicht. Ich meinte die Rede davor. In anderen Sprachen auch, ich hätte irgendwas gesagt, aber weil sie mich falsch verstanden haben. Die Nachrichten, die aus Gareth zu uns gedrungen sind, waren missverständlich. Vor allem haben sie Selindian als Kronprinz gepriesen und es gab weniger Informationen zu dem heiligen Licht, aber dazu habe ich jetzt eine Frage. Stimmt es, dass es tatsächlich verschwunden ist? Dann Ja. würde eure Rede Sinn ergeben. Ja, das ist wahr. Das Licht ist leider fort. Auch wenn dies unter dem Volke noch nicht allzu sehr verbreitet ist. Dann wird es jetzt genau das getan haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das einfache Volk diese Verse, diese Orakelsprüche deuten kann, aber so ich meinen Praios Vademecum gelesen habe, würde ich jetzt deuten, dass eine neue Quanionsqueste begonnen hat. Das auch noch dieser Tage. Dann ist es an uns Gläubigen, das Licht zurückzubringen. Ich glaube, ihr als Helden werdet andere Sorgen haben, aber sicherlich werden andere dieser Tage ausziehen, Informationen sammeln und den heiligen Quanion ehren. Das Licht wird gefunden werden, Bruder, aber das ist eine andere Baustelle. Bin mir sicher, der Herr Preuß wird seine Gläubigen leiten. Was mich dahin bringt, worüber ich mit euch sprechen wollte. Nach dem, was ich hörte, das ist natürlich nicht bewiesen, ist der junge Selindian an einem Giftmord erlegen. Das Gerücht ist euch sicherlich zu Ohren gedrungen. Wenn dies der Wahrheit entspricht, gäbe es Stimmen im Reich, die euren Anverwandten als legitimen Anwärter auf den Khazad-Thron sehen würden. Wie steht ihr dazu? Ihr meint Answin den Älteren. Also in den Älteren. Ich bin mir sicher, der Jüngere wird seine Krallen ausstrecken, aber egal. Ihr müsst wissen, dass die Familie groß ist und in viele Lager gespalten ist, dass jeder eine eigene Meinung dazu hat. Ich, meine Tochter, meine Schwester, wir lassen wenig Gutes an dem Älteren, wie auch an dem Jüngeren. Sie mögen auf ihre Weise ehrhaft sein, aber ihre politischen Bestrebungen passen nicht zu uns und haben viel Unglück und Unbill über unsere Familie gebracht. Namorabenmund ist mit ihnen verknüpft. Viele hegen Vorurteile gegen uns. Das hat der Familie sehr geschadet. Können wir uns also darauf verlassen, dass ihr das Hause Gareth unterstützen werdet? Ich werde Selindian als Kronprinz unterstützen. Und sollte er gesalbt werden als Kaiser. Dann soll Praios euch segnen. Ein wenig Sicherheit in diesen Zeiten. Dann, wenn ihr zurück aufbrecht, dann überbringt doch bitte dem Kronprinz Elindian meine Grüße. Ich bin sein Mann. Der unter den lebenden Wallen werden wir dies tun. Und damit gibt er dir die Hand zum Kriegergruß. Erwidert, dann entferne ich mich mit einem knappen Nicken, um meine Vorbereitungen zu treffen. Wie geht es weiter? Irgendwelche letzten, abschließenden Dinge, die ihr noch in Romulus erledigen wolltet, aber mir. Mir fällt jetzt spontan nichts ein, was noch zu erledigen wäre. Nee. Gut. Alltags. Wir. Ja, ich würde gerne den elementarbaren Erz auf meine Augen sprechen, so sie denn immer noch von Unerz durchzogen sind. Sind sie?
Gut, dann wird... Dolch leuchtet immer noch in einem kranken Gelb. Ja, da kümmere ich mich dann später drum. Aber erstmal die Augen. Ich würde mich dann an einen ruhigen Ort am Rande des Palastberges, am besten Klippe, wo man noch ein bisschen schroffene Steine sehen kann, zurückziehen und mir genug Zeit lassen und den Elementarbann wirken. Auf mich selbst, auf das Merkmal, also beziehungsweise auf meine Augen, spezifischer gesagt, auf das Merkmal Platz. Muss man den spezifizieren? Nee, aber ich kann das machen. Okay. Dann schauen wir mal. Ist das ein Ritual oder ist das der Elementarbann aus dem Lieberkantionis? Das ist ganz normale Lieberkantionis. Des Weiteren gelten die Modifikationen für Begabung und Merkmalskenntnisse. Genau. Der Zauber ist nicht geeignet, Elementargeister, Djinn oder gar elementare Meister zu exorzieren. Nö, mach ich auch. Ist kein Mindergeist drin. Eventuell die halbe Magieressenz, Zauber auf sich selbst. Wirkt nicht gegen natürliche Vorkommen oder Konzentration des Elements, sondern nur gegen. Durch Zauberei hervorgerufen. Ja, genau, das ist dann das, was du brauchst. 15 Sternchen. Ja. Augenblicklich. Und was kostet der? 9 plus ein Fünftel. Ja. Ja, mach halt 10. Okay, alles klar. Perfekt. Super. Dann verschwinden die zumindest mal wieder. Schade. Auch nicht weiter so rum. Damit hat er auch dein Dolch wieder eine normale Farbe. Hat er immer gehabt. Zum Glück. Ach, ich atme noch einmal erleichtert auf. Das war nötig. Dann würde ich mich wieder zu den anderen begeben. Gut. Und du kannst auch wieder die Sonne genießen. Ja. Ah, Isarun. Ja, ich möchte noch einmal zum Informationsinstitut gehen, dort akribisch meine ganzen Unterlagen für meine Magusarbeit zusammensammeln und den Bibliothekarius nochmal so in der letzten Minute dazu interviewen, ob er noch irgendwie gute Literaturtipps hat. Diese würde ich mir dann mit einem Memorans abgreifen und oder mir Notizen machen. Den Memorans hast du jetzt gelernt, ne? Genau. Das ist ein neuer Zauber. Ob er Literaturtipps hat? Ja, also ne, ich frage ihn einfach mal aus. Wenn er welche hat, dann gut. Wenn nicht, das Ding ist eh schon so gut wie fertig. Ja, also wenn er... Er würde dir sonst generische Hellsichtsmagie mit auf den Weg geben, dass das immer sehr nützlich ist. Willst du sonst noch irgendwas Spezielles erfragen? Nö, eigentlich nicht. Also so ein paar Details irgendwie, magische Konstrukte, die wir auf der fliegenden Festung gesehen haben, dass man sich dort ein bisschen miteinander unterhält, so auf theoretische Art und Weise, wie das zustande gekommen sein könnte, was die bisherigen Untersuchungen ergeben haben. Vielleicht hat er noch da irgendwelche Tipps und einfach ein bisschen fachsimpeln. Gib mir mal eine Magiekundeprobe mit Spezialisierung Dämonologie. Alles klar. Nicht so viele Sternchen, ne? Hm. Ah, gut. Er gibt dir mit auf den Weg, dass du doch entweder Taliesin von Borbra selbst suchen könntest oder in seinen Tagebüchern lesen könntest. Eventuell hat er Informationen zu Rassasor. Alles klar. Die Info nehme ich natürlich mit auf den Weg. Er war dabei, als Rassasor wieder auftauchte aus der Wüste. Jaras. Wenn es nichts gibt, dann muss doch nicht. Nö. Ich habe in der Stadt nichts davon. Dann Raffi. Ich würde einmal bei der Rundraweiten vorbeischauen und die aushorchen, ob die grundsätzlich überhaupt Chor offen ist oder ob die so eine alte Stinketante ist, die das einfach nicht annehmen möchte. Also sie weiß natürlich alles besser als du. Alles. Aber ja, wenn du möchtest, kann sie dir auch eine einen Rondra-Segen auf deiner Waffe geben. Ja, der hätte eh keine 2 Minuten. Das ist ein bisschen Zeitverschwendung. Ja, wenn du darfst halt im Zweikampf kämpfen. Ja, darfst du, ja, das machen wir nicht. Das ist Zeitverschwendung. Ich möchte nur mal gucken, also halte ich das überhaupt für möglich, dass die Alte so ein
Tempel akzeptieren, also einen Schrein akzeptieren würde, oder habe ich schon jetzt das Gefühl, da mit 10 toten Pferden würdest du die da auch nicht hingepeitscht kriegen? Ja, nee, also Kor ist halt ein Alvaranjar, nicht so wie Rondra, aber schon irgendwo akzeptiert im Pantheon. Also die wird den da auch hinstellen lassen. Sie braucht da jetzt keinen eigenen Kor-Tempel für, aber einen Schrein sieht sie schon ein. Das ist völlig okay, wenn da jetzt alles aufgebaut wird im Donnerfeld oder wo auch immer der dann hingestellt wird, dann ist sie da selbstverständlich dafür, dass da auch ein Kor-Schrein steht. Und Pharmalor braucht sie jetzt nicht, aber ja, Kor geht auf alle Fälle klar. Ja. Okay, perfekt. Und dann würde ich noch mal gucken, ob sich vielleicht, hat sich ja noch mal ergeben, dass man noch, sich noch mal so einen kleinen letzten Angriff auf irgendwelchen Paktierer-Pack oder irgendwelche Ehegner, die noch irgendwo in irgendwelchen Häusern sitzt. Vielleicht hat man ja in der Zeit noch mal was rausgefunden, dass man noch so einen kleinen... Mit einer Gassenwissen-Probe kriegst du dann sicherlich auch noch mal schönes Gemetzel hin. Oh, 4 Punkte. Dauert ein bisschen länger, aber du kannst dann noch so 2 versteckte, 3 versteckte Scharmützler kannst du dann noch finden und dann in irgendeinem alten Haus kannst du die dann auftreiben, kannst du die Tür eintreten, einmal laut rumschreien und dann die zerhackstücken. Ja, ich nicke mir selber zufrieden zu, würde dann auf dem Rückweg nochmal am Bohrung an der Anger vorbeigehen und denen sagen, wo die liegen, okay. Weil ich schlepp die da nicht selber hin. Und dann würde ich mich auch wieder der Reisegruppe anschließen. Gut, und ja, dann wollte noch was. Ich gebe einem Waisenkind vielleicht, also irgendwas so 15, 16 Jahre vielleicht, Silbertaler und schicke mir eine Nachricht zu Avianda. Mhm. Dass wir nach Gareth zurückkehren werden und sie, wenn sie eine auf der Straße leid ist, doch gerne eingeladen ist, ein paar Tage bei uns einzukehren. Gut. Ja, sie hatte sich ja angeboten, dass sie dann Flüchtlinge von Romulus evakuiert, dass es dann doch irgendwie auf eine Befreiung hinausläuft. Damit hat ja niemand gerechnet. Aber ja, damit würde prinzipiell wieder ihr Weg offen stehen. Vielleicht schaut sie vorbei. Damit könntet ihr aufbrechen. Ich würde sagen, dann werde ich unnervös mit dem Fußtippeln neben den anderen stehen, bis sie endlich fertig sind. Ja, also wahrscheinlich brecht ihr dann, könntet ihr euch überlegen, ob ihr dann irgendwie so um 15 Uhr am ersten Preis noch aufbrechen wollt oder ob ihr das dann ganz in Ruhe am zweiten Preis machen wollt. Aber ganz generell würde eurem Rückweg dann nichts weiter im Weg stehen. Nun, wir brechen auf. Sofort. Sofort? Jetzt lasst uns doch noch zumindest. Also ich habe gerade noch Rationen besorgt. Habt ihr euch was zu essen besorgt? Nein. Aber man findet in der Welt nicht genug. Ja, aber ich esse ja jetzt für 2. Für den Bären und für mich. Ja, ja. Aber es gibt fantastische Wurzeln in der Wildnis. Da kann man ein feines Süppchen draus kochen. Ja. Ich weiß nicht, ob wir noch wirklich irgendwas aus der Wildnis essen wollen. Es ist der erste Preios. Ich denke, jetzt sollte wieder alles in Ordnung sein, oder nicht? Der Preios lässt nicht zu, dass bla bla, was auch immer Jana gesagt hat. Wir sollten uns nichtsdestotrotz vielleicht einige Stunden von der Stadt entfernen. Ist vielleicht kein schlechter Punkt. Also wenn wir wirklich in die Finstermark laufen, sollten wir auf jeden Fall genug Proviant mitnehmen. Ja, wir laufen jetzt erstmal nach Gareth. Wir werden uns nur am Rande bewegen. Der Hinweg war ja auch erträglich, nicht wahr? Ja, erinnert euch an den Traum. Größtenteils erträglich. Dann die Überquerung des Flusses. Vortax, könnt ihr nicht einfach mal irgendwas genießen, ohne das schlecht zu machen? Zum Beispiel diese höllische Reise von Gareth nach hier. Dann brechen wir jetzt auf, die Herrschaften. Ein guter Vorschlag. Ja, die Reise zu Fuß von Romulus in Richtung Gareth sind 140 Meilen. Und das sind bei 30 Meilen am Tag, um die 5 Tage, die ihr dann unterwegs sein werdet. Ihr könnt also aufbrechen, könnt dann auf der linken Seite irgendwann die dunklen Wälder aufragen sehen und auf der rechten Seite die hohen Hügel. Zunächst könnt ihr noch mit Ukurian von Rabenmund in Richtung der Feste Hohenstein reisen. Da ist er ja dann der Burggraf, der dort gemeinsam wohl auch mit seiner Tochter residiert. Und dort werden sich dann eure Wege trennen. Hier gibt es dann auch die große Brücke, in der dann auch Flüchtlinge hätten evakuiert werden können. Das wurde dann auch gehalten. Hier gab es allerdings auch schon seit geraumer Zeit keine Bewegung mehr. Zumindest nichts, was irgendwie groß euch verstören würde. So geht es weiter an der Stadt, ja, was ist das? Ravensbrühl.
ein kleines Dörfchen noch mit Mühlen, das nicht alle Dorfbewohner noch hat, aber es gibt wohl noch jemanden, der dann auf den Feldern steht und dann mal nach dem Rechten schaut, vor allem dann auch die namenlosen Tage dann noch einmal begutachten möchte, denn ja, ob man da die Ernte dann noch benutzen kann oder nicht, es wird wohl nicht reichen für einen Export, aber für die Eigenbedarf, für den Eigenbedarf ist da sicherlich dann genug da, sodass ihr dann eben an den einzelnen Dörfern und Feldern vorbeigehen könnt. Die Reise ist schon ziemlich anstrengend. Das letzte Mal hattet ihr natürlich Pferde und so wird es dann einige Zeit dauern, aber ihr werdet immer irgendwie eine kleine Bauernhütte, Karte finden, wo ihr dann unterziehen könnt und zur Not dann irgendwo im Stall. Richtige Gasthäuser gibt es den aktuellen Tagen nicht mehr, die sind dann verrammelt, verriegelt. Die Gastwirte trauen sich dann auch nicht wirklich noch Leute aufzunehmen. Aus dem Norden könnt ihr immer wieder finstere Wolken erkennen, die trotz des ersten Praios, des zweiten Praios dann aufragen und das tatsächlich dann zu einem finsteren Gebiet machen. Vor allem, wenn dann auch aus Norden mit einem starken Wind dann die Zwercher Sümpfe nach unten ziehen, dieser modrige Gestank verkündet, was dort alles an Morast auf euch wartet. Es gibt Gerüchte. Und zwar eine ganze Menge, die ihr aufschnappen könnt auf der Reise. Würden sie euch interessieren oder glaubt ihr diesen Gerüchten, die natürlich wahr oder falsch sein könnten, kein Wort? Ihr könnt sie auf jeden Fall anhören. Ja. Ein Funken Wahrheit kann auch in dem größten Misthaufen liegen. Ja, es gibt natürlich viele Begebenheiten. Einige sagen, dass die Schlacht vor Werheim wohl immer noch brodelt, dass dort immer noch Soldaten gegen Untote kämpfen. Halte ich für wenig glaubwürdig. Mag einige Renegaten geben, aber wenn der Drache dort ist, wird nichts lange leben. Die Stadt, die im Norden liegt, und zwar einiges im Norden, woher genau dann diese Informationen kommen, ist natürlich nicht ganz sicher, aber noch nördlicher von Zwerch gibt es Galles. Die Stadt auf einem großen Hügel und die ist nicht belagert worden, ist einfach unbeschädigt. Und niemand hat sich darum gekümmert, nicht einmal die fliegenden Drachen, sodass Galles ohne Probleme noch dort mit einer funktionierenden Regierung sitzt als einziger Lichtquell. Möglich, war leicht zu verteidigen, das Ding. Das bin ich tatsächlich bereit zu glauben. Wahrscheinlich wollte man die Belagerung später anstellen und als Galles dann andere Pläne hatte, vieles unter den Tisch. Andererseits können sie sich wohl nicht zu lange in Sicherheit wähnen, bevor die Toten dort sind. Das Heiligtum Sancta Boronia und das naheliegende Kloster der Golgariten ist komplett überrannt worden und alle Boron-Geweihten sind tot. Ich befürchte, das wird wahr sein. Boron hat ihre Seele genehmigt, ich denke auch. Also sie werden sich nicht zurückgezogen haben und ich kann nicht glauben, dass die Toten an ihnen vorbeimarschiert sind. Der Marschall Ugo von Mühling, oder auch der Blutige genannt, das ist derjenige, den ihr bei euch auf der Party hattet, als ihr noch in Gareth dann, Wir erinnern uns. Ihr bereitet mittlerweile auch eigene Flüchtlinge. Das glaube ich sofort. Und hat sich zu einem Kriegsherrn aufgeschwungen. Auch das glaube ich sofort. Ebenso wie Ludal von Wertling. Dieser spezielle Bauer kriegt einen Schädel. Okay. Er korrigiert sich und sagt, dass es wohl nicht Ludalf selbst ist, sondern nur ein Oberst, den Ludalf ernannt hat. Das glaube ich schon eher. Da enthalte ich mich jeglichen Urteils. Der Regent Jarst Gorsam vom Großen Fluss, das ist der Großvater von einem anderen vom Großen Fluss, den ihr auch auf eurer Party hattet, mit dem sich Abel mir ganz gut verstanden hat, soll wohl Elendwina eine neue Hauptstadt ausgerufen haben und es hat sich jetzt selbst zum Kaiser erklärt. Wer hat ihn denn zum Regenten ernannt? Wahrscheinlich er selbst. Er selbst. Natürlich er selbst. Ich kenne Norden gar nicht genug, um ihn mal einzuschätzen. Ist natürlich auch sehr weit entfernt. Volk. Sehr weit entfernt, aber... Nicht gar so rebellisch wie die Albernier. Und mächtig. Die Ruinen von Werheim sind wohl unter nekromantischem Einfluss? Das ist recht. Das ist leider zu befürchten. Ich meine, wir wissen es nicht aus der Hand.
Und Rondrasir Löwenbrand soll wohl gesehen worden, allerdings als Untoter. Das glaube ich auch. Wer ist denn das? Der Herrmeister der Rondrakirche. Aha. Habt ihr ihn jemals getroffen? Nein. Oder hat er nicht am Keil des Lichts teilgenommen oder war das ein anderer? Auch. War der nicht auch in der Festung, als wir da drin waren? Immer den Kleinwartstein. Nein. War der nicht auch in der fliegenden Festung, als wir da auch den Geheimdiensttypen gefunden hatten? Ich glaube, ihr denkt an jemand anderen. Ach, die sehen alle gleich aus, ihr Mittelländer, ihr. Ja, der Mann mit der Augenklappe sieht auch ganz genauso aus wie alle anderen. Aber. Ja, ist nicht phänotypisch auch Mittelländer. In der Wildermark oder auch in der Finstermark soll die Gilbe ausgebrochen sein oder das Schlachtfeldfieber und Ghule, die auch tagsüber durch die Lande streifen. Oh, da erzählt man sich ja einiges. Also das erste wird vermutlich wahr sein, das zweite, dafür weiß ich zu wenig über Ghule. Im Walden sagt man, wenn ihr von einem gebissen werdet, dann werdet ihr selber zu einem Ghoul. Ja, das erzählt man nicht von Weiden. Aber habt ihr nicht auch erzählt, dass Elfenbein Glück bringt? Also ich wäre da vorsichtig, das mir zu erzählen. Und wisst ihr denn, dass Elfenbein kein Glück bringt? Wollte ich auch gerade fragen. Meine Elfen sind magisch. Mir wird es wohl kaum Glück bringen, aber die meisten. Elfenbein ist keine Elf. Ja, wie gesagt, das kommt von Elefanten. Und es gibt rund um die Finstermark, teilweise auch in den Nordmarken, in Kosch, in Garetschen, in Greifenfurt gibt es vermehrt Söldneranwerbung von reichen Adligen, die sich alle so erhoffen, vielleicht ein Stück vom Kuchen abzubekommen, aber sie wollen alle helfen, alle irgendwie getrieben von Menschenliebe, sodass sie jetzt mit einem eigenen privaten Heer dann dort einmarschieren und dann diese Nekromanten zurückschlagen. Von überall kommen sie. Okay, das ist eine Fantasie. Kriegsfürsten nennen sie sich wohl. Als wenn es noch irgendwo Söldner gibt und als wenn irgendjemand aus der Güte seines Herzens helfen will. Also, dass es noch Söldner gibt, dass da auch nie, also zumindest wenn jetzt noch welche aus Süden nachkommen, ich denke, es wird auch noch wieder mal ein paar Torwäller auftauchen. Sobald es Gold gibt, sind die eigentlich immer da. Und die wollen bestimmt einfach nur, naja, wie nennt man das, sich ein Stück vom Kuchen einverleiben. Und ihr müsst bedenken, wir haben in Dapazien was? 200.000 Menschen auf die Straßen geschickt? Viele von denen haben keine Heimat mehr. Ich denke, es wird einige sollten ergeben in nächster Zeit. Vor allen Dingen, der Griff der Krone hat nachgelassen. Es gibt keine Kaiserin mehr oder keinen Reichsbehüter. Und nun ja, da regt sich in manchen Adligen bestimmt der Blick auf die Nachbarbaronie. Und wenn es diese faulen Garetia und Nordmerk endlich dazu bringt, ihre preisgefällige Pflicht zu tun und Truppen hinter nachzuhalten, dann soll es wohl gut sein. Ich wette, geht mal zu einem Baron in der Goldenen Au hin, sagt ihm, ihr braucht den Bannersoldaten. Nichts kriegt ihr. Ja. Es wird auf jeden Fall lustig, wenn da ganz viele Adlige mit ihrem Privatarmee rumlaufen. Ich sag, wir werden nicht ein einziges freundliches Gesicht sein. Ach, Kiros. Also jetzt malt ihr ja mehr schwarz als ich sonst. Ich wette, da gibt es auch ganz feine Leute. Ich glaube, da gibt es eher Untote. Ach, ich bin ziemlich sicher, da können wir eine Menge Leute umbringen, Kiras. Das auf jeden Fall, denn solche Befreiungsheere tendieren dann doch eher dazu, zu Banditen zu werden. Außerdem klang das von Gallis doch gar nicht schlecht. Also, aber ich denke, dass die noch in Gales hocken, sich vermutlich einfach in ihrer Festung einschließen werden. Ich meine, wart ihr mit in Gales? Nein, wart ihr nicht, oder? Nee, bin ich. In Gales ist sehr leicht zu verteidigen. Es gibt so eine Art schmalen Aufgang. Also mit einigen Armbrustschützen oder Bogenschützen kann man gegen starke Übermachten diese Festung praktisch halten. Das ist ja fantastisch, aber ich dachte immer, Untote machen sich nicht so viel aus. Pfeilen und Bolzen. Nein. Das ist in der Tat nicht. Aber das Problem der Untoten ist ja, dass sie alle. Also ein Untoter ist ja eigentlich kein Problem. Aber 10 Untote sind das Problem. Aber wenn nur ein Untoter nacheinander kommt, dann
kann auch die normale Stadtwache die niederstrecken. Verstehe, dann kann man sie einfach von dieser Brücke runterschubsen. Ja, wie genau die das machen, weiß ich auch nicht. Und einen Pol der Ruhe inmitten der Finstermark zu haben, ist dann auf jeden Fall gut. Gleich, ob sie selbst agieren oder nicht. Habt ihr recht. Ja, seht mal, das Pendel hat die gerade die Richtung geändert. Ja, es hatte doch immer nach Nordosten gezeigt. Oder Nordwesten? Nordwesten, richtig. Und nun zeigt es ganz nach Norden. Nun, wir haben uns nach Westen bewegt, wenn die Kaiserin sich nach Osten bewegt hat. Kaiserin? Was ist denn von hier aus direkt im Norden? Das Ochsenwasser noch, oder? Nein, also wir sind gerade auf Höhe Harzdehn, meine ich. Dann ist Norden von uns noch nicht ganz Wehrheim. Irgendwelche kleinen richtig. Orte, die niemand mag. Oh, irgendwelche Dörfer. Ajas, Villen, Burggraben und... Ihr habt recht. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ich habe euch ja gesagt, ne? Wenn euch das mit dem Mittelreich nicht mehr so zusagt, in der Landfall ist immer Platz. Nun, ja, sehr großzügig, aber nein. Ich warte nur auf eine Depesche, in der der König von Meridiana seinen Anspruch auf den Thron gelten machen will. Hat der den Thronanspruch? Nicht mehr als Jastrosan. Das ist eigentlich mit den kaiserlichen Zwillingen. Also die mal vom Thron vertrieben worden sind. Die kannte ich ja auch. Leben die eigentlich noch? Bardo und Cella? Ja. Bardo und Cella sind tot. Echt? Also, wirklich? Ja, wirklich, wirklich. Auch sie können sich den Griff Borons nicht entziehen. Tut mir leid für sie. Noch gar nicht so lange her. Das war erst vor 50, 60 Jahren. Das ist schon lange für einen Menschen. Also ich weiß nicht, wie alt sie damals waren, aber vermutlich sind sie ziemlich tot. Und selbst wenn nicht, jemand, der einmal vom Thron vertrieben werde, kann der Herr Freyers doch auf jedem solchen nicht mehr gutheißen. Naja, aber sie hätten das kaiserliche Blut und das zeigt das Pendel an. Dafür müssten wir erstmal wissen, wie genau dieses Ding funktioniert. Erkennt es den von Praios gewählten Herrscher oder zeigt es einfach nur auf jeden, dessen Blut mal auf diesem Thron gesessen hat? Weil wenn das der Fall ist, dann haben wir eine verdammt lange Reise vor uns. Also so wie ich den Bibliothekar verstanden habe, zeigt es tatsächlich das Vorhandensein von Kaiserblut an. Also ein Erbanspruch auf irgendeine Art und Weise besteht. Nun muss in ihnen das Blut raus des Großen laufen. Was bei Bardo und Cella ja durchaus zuträfe. Ja, aber es fließt nichts mehr, wenn sie tot sind. Also in dem Älteren aber nicht. Was ist denn... Also muss das denn eine von... Boah, ich Mittelreichern ist das doch. Man kriegt doch nur einen Anspruch auf alles, wenn man eine Travia-Ehe eingeht. Ist das nicht richtig? Irgendwie sowas? Nun, die Eltern müssen Travia gefällig verheiratet gewesen sein. Das ist richtig. Bastard, also wir suchen nicht irgendeinen Bastard, der den irgendeinen Kaiser mal gezeugt hat, dann da oben, richtig? Ja, das hoffe denke ich nicht, doch. Ich denke nicht, dass das Pendel sich mit den Feinheiten der mittelreichischen Rechtspflege auskennt. Habt ihr dieses Pendel einmal selbst untersucht? Oder stammen eure Angaben nur vom Bibliothekar? Die stammen tatsächlich von ihm. Und beziehungsweise einer. Den anderen Forschern dieses genau. Institutes, die ja mit ihrer Hellsichtsmagie durchaus genauer untersuchen können, als ich das auf die Schnelle kann. War ein sehr ausführlicher Buchtext, den wir da gelesen hatten. Sehr interessant, ja. Auf jeden Fall. Fantastische Abhandlung über die Kristallarbeit. Ich denke doch wohl trotzdem eher, dass das Pendel das Blutrolls des Großen anzeigt. Und entsprechend zeigt es auf Ohaja und Selenium. Ich würde zumindest vermuten, dass dieses Pendel dahingehend verzaubert wurde, dass es auf die Person mit dem größten oder unbedingtesten Thronanspruch zeigt. Ansonsten würde es ja sonst wohin schwingen. Dies ist ein Urteil, Magistra, dass wir nicht von einem Pendel fallen lassen. Falls wir am Ende vor Cella stehen, ich kenne sie noch ganz gut, komme ganz gut mit ihr klar.